seid heute in meiner Häkelschule. Ich möchte ganz gern mit euch easy, einfach, schnell Kissenhüllen häkeln und viel mehr. Kannst du danach umwandeln zu Decken, Badetücher und. Hier ist das Kissen und das zeige ich ganz einfach, ganz easy mit Tipps und Tricks. Schnell gehäkelt, einfach gehäkelt, sieht vielleicht kompliziert aus, ist es aber nicht. Und so einfach geht es. Wenn du mich noch näher kennenlernen möchtest, ich bin Kerstin von Kreativ-Reich die Kika-Plauderei, dann geh doch mal auf meine Startseite. Da oben eine kleine Leiste, da steht Playlist. Und wenn man die anklickt, kommt man sozusagen in meine Bibliothek. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kindern. Deko für draußen, für drinnen, Balkon, Terrasse. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen. Vieles, vieles in Upcycling. Immer günstig und günstig gehalten. Auch mein Geldbeutel ist klein und trotzdem können es tolle, tolle Sachen sein. Praktisches Deko, Kostüme, Warmes zum Kuscheln oder. Wie gesagt, für jeden Monat des Jahres ganz besondere Ideen. So, und jetzt häkeln wir zusammen. Und kannst du noch nicht häkeln? Ich habe eine tolle Häkelschule. Da lernst du an einem Mittag die Maschen, die du hierfür brauchst. Was brauchen wir denn? Es kommt immer darauf an, was du machen möchtest, wie groß es sein soll. Das entscheidest du. Soll es eine Decke sein, eine Babydecke, ein Badetuch, eine Home-Deko, egal was. Also bitte beachten, für ein Badetuch, ob jetzt für ein Baby oder für dich oder ein Gästetuch, das kann mir alles auf die gleiche Art häkeln, brauchst du auf jeden Fall eine 100% Baumwolle oder ein 100% Frottigarn, das gibt es natürlich auch. Oder ein Bubblegarn, das liegt bei dir. Immer die passende Häkelnadel. Es funktioniert mit jeder Häkelnadel, mit jeder Stärke von der Wolle, vom Garn, die du wählst. Es ist ganz easy, ganz schnell, ganz einfach, mit Muster oder ohne Muster, genau wie du das möchtest. Du musst nur gucken, auf der Banderole steht drauf, wie groß deine Häkelnadel sein soll und danach richtest du dich bitte. Die Menge kommt auch wieder drauf an, wie groß es werden soll. Ich habe jetzt mal hier einfach ein großes rausgesucht, dann kann ich es am besten erklären. Auch in Weiß, das sieht man das Muster, die Verarbeitung am besten. Es ist ganz einfach. Nach dem Anfang wird immer endlos weiter gehäkelt. Wenn du möchtest, immer nur ein Stäbchen oder ein leichtes Muster. Das sind auch nur Stäbchen mit Luftmaschen kombiniert. Das liegt bei dir. Sieht vielleicht ein bisschen verwirrend aus, ist aber total einfach. Wichtig ist es nur am Anfang, hier der Anfang, 4 bis 6 Luftmaschen. Die werden zu einem Ring geschlossen, das zeige ich natürlich. Ich habe jetzt eine dünnere Wolle, ich nehme 4 Luftmaschen. Hast du eine ganz dicke Wolle oder eine dickere Wolle, dann nimmst du bitte 6 Luftmaschen. Das ist der einzigste Unterschied, wie es funktioniert. So, jetzt stelle ich euch schön dazu. Die Kamera noch mal ein bisschen ausrichten und dann legen wir das auf die Seite und ich erkläre natürlich dann noch. Ne? So. Ganz wichtig zu beachten ist noch für ein Baby, bitte eine Babywolle nehmen, die keine Fusseln hat, weil die gerne mal dran rumnuckeln und da gibt es speichelfeste Wolle. Bei größeren Kindern ist es nicht mehr so wichtig, die spucken es dann aus, aber bei Babys ist es und kleinen Kindern ist ganz wichtig. So, wir fangen an. Wie gesagt, dicke Wolle 6 Luftmaschen, dünne Wolle gehen auf 4. 1, 2, 3, 4. Das schließen wir mit einer Kettmasche oder einer Öse
zu so einem kleinen Ring. Jetzt machen wir ausnahmsweise mal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier 5 Stäbchen hinein. Nicht 5. 12 Stäbchen. Wie komme ich denn auf 5? Also 12 Stäbchen in diesen Ring hinein. Jetzt bitte beachten, das ist immer ganz gut, wenn man jetzt sich einen Screenshot macht, mal auf ein Papier schreibt, aufzeichnet und dann einfach abstreicht, was man gemacht hat. In das erste Stäbchen kommen 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann kommt in die nächste Masche 1 Stäbchen, 1 Stäbchen. Dann kommt wieder in die nächste 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und das machen wir 4-mal, also abwechselnd, bis wir die eine Reihe zu Ende haben mit den 12 Stäbchen am Anfang. Zeige ich aber, ist klar. Also, ich habe jetzt die 12 Stäbchen gemacht. Das Ganze schließe ich jetzt einmal mit einer Öse oder einer Kettmasche. So, und jetzt dann nochmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann gehen wir in das erste rein und machen 2 Stäbchen. 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in die gleiche Masche nochmal 2 Stäbchen und das machen wir sozusagen in alle 4 Ecken. Ja, es ist rund, ich weiß, aber das entsteht ja dann. So, jetzt da 2 einzelne Stäbchen, 1, 2, dann in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und in die gleiche wieder 2 Stäbchen, 1, 2. Das merkt ihr euch, das ist es am allerwichtigsten. Dann 2 einzelne Stäbchen, 1, 1, genau wie die Zeichnung ist. So, jetzt da 2 Stäbchen in die eine Masche, 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 2 Stäbchen in die gleiche Masche, 1, 2, ich muss mal ein bisschen Garn nachziehen, sonst wackelt das so und das ist sehr unangenehm, denke ich, im Bild. So, ich habe die dritte Ecke sozusagen. Dann mache ich 2 Stäbchen, einzelne, 1, 2. Dann mache ich in die nächste 2 Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 2 Stäbchen. 1, 2 und dann mache ich ein Stäbchen. Warum nur eins hierhin? Weil die ersten 3 Luftmaschen, die wir gemacht haben, sind sozusagen das eine Stäbchen, was dazwischen ist. Wir haben ja immer, ne, die große Ecke mit 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dazwischen immer 2 einzelne. Dann habe ich hier ein Stäbchen und da die Luftmaschen. So, und jetzt geht es endlos weiter. Aufgepasst. Wir machen ins obere Stäbchen, Luftmasche ein Stäbchen, dann ins nächste ein Stäbchen. Immer die vorangegangenen Stäbchen bekommen wieder ein Stäbchen sozusagen. So, und dann kommen wir an die Luftmaschen. Die 3 in den Ecken. Und dann geht genau das gleiche wieder los. 2 Stäbchen. 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 2 Stäbchen in den Bogen der 3 Luftmaschen. Das ist alles. So, und dann kommen wieder die Stäbchen und die häkel ich einfach ab. Habe ich in der vorangegangenen Reihe die Stäbchen gehabt,
gibt jetzt immer ein Stäbchen. Immer nur ein Stäbchen, das vorangegangene Stäbchen. Und nur in den Ecken zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und da geht es als rundherum auf deine Größe. Vielleicht willst du nochmal einen Farbwechsel machen, das kannst du dann einfügen. Vielleicht aber nur einen tollen Rand. Bei meiner Decke will ich jetzt dann noch einen tollen bunten Rand machen. Natürlich wächst die dann erstmal. Und dann wird das als größer. Und dann kann man noch ein Muster einfügen. Das würde ich dann aber später zeigen, auch ganz einfach. Oder du lässt es einfach bei dieser Art. Ihr habt gesehen, am Anfang war es ein bisschen unförmig, weil wir ja endlos häkeln und nicht immer die Reihe beenden und eine neue ansetzen. Ich finde es schöner. Und je größer es wird, desto gleichmäßiger wird es und eckiger. So, und ich möchte jetzt ganz gerne nochmal einen Farbwechsel machen in Grau. Kannst die andere Farbe nehmen. Ich finde es nur recht schön, weil es neutral ist. Und die bitte... Den Farbwechsel bitte direkt an der Ecke, nachdem wir die letzten zwei Stäbchen gemacht haben. Dann wird es am ordentlichsten. Ich knote das so dran. Zieh mir es hin, wie es braucht. Und dann kann man ein Muster reinbringen. Am besten immer wirklich nach der Ecke. Und das eine Muster geht so. Du lässt eine frei und machst in die zweite ein Stäbchen. Und dann gehst du wieder in die erste zurück, das sind verkreuzte Stäbchen. Und machst da wieder eins. So, eine frei, in die zweite ein Stäbchen. Und dann einfach zurück einstechen und wieder ein Stäbchen. Und die Ecken werden gleich gemacht. Zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, das bleibt auf jeden Fall gleich. Und wenn du nicht genau hinkommst, dass du zwei Stäbchen hast für ein verkreuztes Stäbchen, dann machst du die letzte vor der Ecke einfach ein normales Stäbchen noch hinein. Und das ist so ein ganz easy Muster, sieht toll aus, gerade beim Farbwechsel, aber auch mittendrin. So, dann zeige ich es nochmal. Zweite Möglichkeit, den Farbwechsel zu machen. Ihr macht die drei Luftmaschen, also erst die zwei Stäbchen, drei Luftmaschen in der einen Farbe und geht dann schon in die nächsten zwei Stäbchen in der anderen Farbe. Dass ihr sozusagen in der Ecke wechselt, sieht auch ganz gut aus. Das entscheidest du dann, was dir besser gefällt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Muster. Ist total easy. Ich mache ein Stäbchen noch dazu in die Ecke. So, und dann werden einfach zwei Luftmaschen gemacht. Eins, zwei, eins freigelassen, Stäbchen. Eins, zwei Luftmaschen, eins freigelassen, Stäbchen. Und nochmal. Eins, zwei an Luftmaschen, eins freigelassen in die nächsten Stäbchen. Das machen wir dann rundherum, die Ecken bleiben gleich. Zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und wenn du hinten nicht auskommst, weil vielleicht nur noch eins frei ist, dann machst du zwei Stäbchen nebeneinander in der Ecke und hast so dann die Abstände richtig.
So, jetzt habe ich eine Reihe gehäkelt mit diesem Kästchenmuster, mit dem Lochmuster. Rundherum, wie man das möchte. Und jetzt muss ich euch natürlich zeigen, wie darauf die Reihe funktioniert. Ich bin wieder an der Ecke. So, und dann kommen natürlich in die Ecke kommen zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Das bleibt immer gleich, egal welches Muster. Eins, zwei, drei, zwei Stäbchen. Eins, zwei. So, dann habe ich aber hier auch noch die Stäbchen von der vorangegangenen Reihe. In der Ecke, die häkle ich natürlich ab. Wenn Stäbchen sind, dann kommt da auch wieder ein Stäbchen hinein, bei den verkreuzten Stäbchen auch. Und hier ist es nur so, bei den zwei Luftmaschen, ganz wichtig, kommt nur ein Stäbchen in eine Luftmasche. Aber jetzt das in die erste macht oder die zweite, ist egal. Und über das Stäbchen, beim Lochmuster, auch wieder ein Stäbchen. Also, in die zwei Luftmaschen nur ein Stäbchen, macht ja keine zwei bitte, sonst wird es viel zu weit. Und über das Stäbchen, beim Lochmuster, wieder ein Stäbchen. Und so schließt sich dann wieder die Reihe über dem Lochmuster. So, und dann ist es wirklich schon ein großes Teil. Du entscheidest über deine Größe, über dein Muster, über den Farbwechsel. Und wenn du ein Kissen machst, musst du zwei gleiche Teile häkeln. Und dann werden die übereinander gelegt, außen zusammengehäkelt mit festen Maschen auf drei Seiten. Eine Seite bleibt auf, da kannst du dann das Kissen einschieben und noch fertig zuhäkeln mit festen Maschen. Oder du nähst mit der Hand einen Reißverschluss ein und dann hast du das auch gemacht. Und wenn ihr natürlich noch ein größeres Kissen machen wollt, ob jetzt 45x45 oder 50x50 oder 60x60, dann als weiter Reihen dran. Hier habe ich dann nochmal weitergearbeitet und habe eine Reihe verkreuzte Stäbchen gemacht, dann eine Reihe feste Maschen, dann zwei Reihen Stäbchen nochmal drauf und so wächst das. Also es liegt ganz bei dir, bei euch, wie groß es wird. Und wenn ihr dann eure Größe erreicht habt, die letzte Masche ist einfach in die Luftmaschen eine feste Masche durchziehen. Fertig und so schließen wir das Ganze. Das ist alles und dann hat man seine Größe. Und dann sage ich toll, dass du da warst, dass du mit mir gearbeitet hast, kreativ warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Nun sage ich tschüss, alles Liebe und bis wieder mal. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin.